Ich weiß, Versagen liegt im Trend, aber I'm a made motherfucking man, aller Dämmer. Fucking attitude, hustle hard, no party. Closed up, panic room, people block me down, yeah. Feel shit, scary mood, grinsen wie scream, wenn er high is. Nehmen wir Rappo. SSIO kenne ich schon, das geleakte Video, das geheimnisse Video, und den Song kenne ich auch und finde ich beides leider nicht geil. Von daher werde ich darauf nicht reacten, auch wenn ihr es jetzt noch 3000 Mal hier in den Chat schreibt. Reportagen. Ja, es kam nach meiner letzten Ansage an ihn, beziehungsweise nach meinem letzten Versuch, mit ihm wieder ein bisschen sexuell näher treten zu können, leider von ihm kein Zeichen. Und er fehlt mir sehr. Scheinbar habe ich aber bei ihm die Türen zugeschmissen. Und jetzt hätte ich mich fast vor den Zug geschmissen, aber ich komme gerade noch davon weg, da ich täglich beschäftigt bin, damit mich zuzukiffen. True Religion. Ja, Ghost, Reportagen, rein in die fette Olga, komm. Ghost. Wenn ich Ghost höre, denke ich an Styles P. Ghost. Oh, jetzt wird's wieder härter, wie BSC. Geht hier ab? Was ist das für ein krasses Video? Diese Rapper an alle haben einen Schock im Arsch. Ich bin nur auf einmal, Digga, wenn ich... Das Video ist auch, ist das GTA-Flavor oder was? Guck dir diese Rapper an, alle haben einen Stock im Arsch. Ich bin nur auf Emma, Digga, wenn ich Sex mit Watson hab. Es wird wieder. Ich bin nur auf Emma, Digga, wenn ich Sex mit Watson hab. Ist eigentlich eine gute Zeile. Ich bin nur auf Emma. Auf Emma, auf MDMA, wenn ich Sex mit Watson hab. Wenn ich Sex mit Watson hab. Sie pisst mich voll mit ihrem Fotzensaft. Rapper an alle haben einen Stock im Arsch. Sprich mir nur auf Emma, wenn ich Sex mit Boxen habe. Es wird wieder Zeit, dass ich die kleinen Fotzen attackiere. Und deine Mutter raucht nicht, aber hört sich an wie Kasimir. Bevor du mich in einer... Hört sich an wie Kasimir. Das ist lustig. Deine Mutter raucht nicht, aber hört sich an wie Kasimir, Digga. Die kleinen Fotzen attackieren und du hast ein Kilo Eichelkäse, obwohl du beschnitten bist. Deine Mutter raucht nicht, aber hört sich an wie Kasimir. Bevor du mich in einer Shisha-Playlist hast, trag ich lieber FIFA Gaming. Was? Du Hurensohn. Trag ich lieber. Alles eine nice Zeile. Bevor du mich in eine Shisha-Playlist packst oder so, trag ich lieber FIFA Gaming Merch. Das ist krass. Also FIFA Gaming, ich meine, ich weiß auch nicht so, das ist ja, viele kennen ihn ja, ich sag da jetzt nichts dazu, weil es gibt so viele YouTuber, die ja schon was sagen und die sich an seinem Kadaver ein bisschen ernähren wollen und auch da irgendwie ein bisschen Klicks vielleicht zu machen. Aber er ist wirklich das krasseste, was die Plattform YouTube je gesehen hat. Und ich glaube, er ist auch mit das kaputteste, was die Plattform YouTube jemals gesehen hat. Ich glaube, er ist im Moment so bei dem Schnitt, dass er 100 Videos am Tag hochlädt. Und bevor du mich in einer Shisha-Playlist hörst, okay, trage ich lieber FIFA Game Mode, habe ich akustisch nicht verstanden, ist auf jeden Fall das Paradebeispiel dafür, wie man seinen YouTube-Kanal an die Wand fährt und wie man mit Sturheit und, egal, vielleicht auch ein bisschen Dummheit oder so, jedenfalls finde ich die Zeile ganz lustig, Digga. Wieder Zeit, dass ich die kleinen Fotzen attackiere. Und deine Mutter raucht nicht, aber hört sich an wie Kasimir. Bevor du mich in einer Shisha-Playlist hörst, trag ich lieber FIFA Gaming. Auch, dass er Reim vorgezogen ist, finde ich schön. Du Hurensohn. Ich Hurensohn. Ich mach wieder das Wort Hurensohn hin. Oh, pardon, ich meinte Hurensohn hin. Ich meinte Hurensohn hin. Also das ist mit diese Verweiblichung, ne? Dieses Feministending. KollegInnen. Hurensohn in? Ja, das Wort Hurensohn in. Oh, pardon, ich meinte Hurensohn in. Du sagst in deinem... Nice, ist Adlib auch. Checks, du machst das Geld bis am Ballen. Ich mach kein Deutschrap, du Fotze. Ich will meine eigene Genre. Das ist wie Kotzen in der Aufnahme. Ich breche Rekorde. Und mit dem Schlüssel zum Erfolg, du willst, da kratze ich dein Porsche. Oh je, yeah, das ist wie Kotzen in der Aufnahme. Ich breche Rekorde wegen Records und Rekorden und Rekorden. Das ist schon nice, Alter. Ich breche Rekorde, Digga. Und ich kotze mein Magnum aus. Ja, Digga, das Eis ist gebrochen. Aber ich kotze bei der Aufnahme und breche Rekorde. Das ist ziemlich nice, Alter, oder?
Ist wirklich ziemlich nice. In deinen Tracks, du machst Escape am Ballen. Ich mach kein Deutschrap, du Fotze, ich will meine eigene Show. Das ist wie Kotzen in der Aufnahme, ich breche Rekorde. Und mit dem Schlüssel zum Erfolg, du Bitch, zerkratze ich dein Porsche. Und mit dem Schlüssel zum Erfolg, zerkratze ich dein Porsche, ist auch nice. Es wäre halt noch, für mich ist es immer schöner, wenn er es noch besser in Reime packen würde halt. Eigene Genre auf breche Rekorde und zerkratze dein Porsche. Da reimt sich halt nur Genre, Porsche und Rekorde. Obwohl er das so betont, dass man auf jeden Fall die Vorsilbe auch noch hätte mitbetonen können. Aber war ja bei ihm schon immer so nie ganz so krass im Vordergrund, die Reime. Kannst du mich pushen, Reportagen ist Beste. Jetzt kommst du an und nuckelt Schwanz, als wär's eine E-Zigarette. Und ja, ich komm nicht in die Playlist. Okay, da geht grad, das ist eine nice Zeile da drin, Digga. Deine Slut auf vier Pfoten, kratzt an meiner Tür wie eine Katze im Ofen. Reportagen ist Beste. Jetzt kommst du an und nuckelt Schwanz, als wär's eine E-Zigarette. Und ja, ich komm nicht in die Playlist von Deutschrap brandneu. Wär ich denn, dann wäre Deutschrap brandneu. Neu. Was ist das für eine Doppeldeutschkeit? Ich komme nicht in die Playlist von Deutschrap brandneu. Wäre ich drin, dann wäre Deutschrap brandneu. Wegen irgendwas mit Brennen oder was? Komm nicht in die Playlist von Deutschrap brandneu. Wäre ich denn, dann wäre Deutschrap brandneu. Neu. Wait a minute! Wait a minute! Oh, Digga, was ist los? Reportagen kommt und ist wieder in sein Mode. Ja, mir geht es go. Ich bin wie ein Ghost. Bitte, ich muss nicht fahren, Alter, spiel nicht mit meinem Brot. Okay! Schade. Ich sage euch ehrlich so, ich finde die Hook ist bestimmt nicht schlecht oder so, aber ich finde, dass das zu übertrieben mit der Stimme ist. Und er hat so viele, lassen wir das schöne Standbild einfach mal so für sich sprechen. Ich finde, dass er unglaublich viel mit seiner Stimme anfangen kann und dass er unglaublich viele Stimmlagen und Betonungen und hoch, tief, aggressiv, leise, laut und alles machen kann. Aber hier hat er für mich übertrieben. Weil es hier für mich in meinen Ohren aufhört, irgendwie authentisch zu klingen und nach Reportagen zu klingen. Oh, Digga, was ist los? Reportagen kommt und ist wieder in sein Mode. Ja, mir geht es go. Also natürlich klingt es nach Reportage, aber es klingt nicht, es klingt aufgesetzt für mich. Ich bin wie ein Ghost. Bitte, ich muss nicht fahren, Alter, spiel nicht mit meinem Brot. Okay. Oh, Digga, was ist los? Reportagen kommt und ist wieder in sein Mode. Ja, mir geht es go. Mir geht es goat. Ja. Ich bin wie ein Ghost, bitch, ich muss dich warnen, Alter, spiel nicht mit meinem Brot. Okay. Alle kennen dich als Jota, der Loser, stellt sie ein Kreuz auf den Rücken und nenn es auf ein Natura, du bist ein ekelhafter. Wen? Alle kennen dich als was? Alle kennen dich als Jota, der Loser, stellt. Als Jota, der Loser, das hört sich für mich an wie Jawetis. Zieh ein Kreuz auf den Rücken und nenn es auf ein Natura, du bist ein ekelhafter Typ und bezeichnest Frauen als B-Ware. Jetzt bist du so pleite und hast nicht mal mehr EC-Karte. Jota, Jota, er disst Bastian Jota, das finde ich sehr sympathisch, Alter. Früher fand ich Jota eigentlich ziemlich nice, Alter, muss ich sagen. Und mittlerweile finde ich ihn mit der größte Abschaum, der rumrennt, Alter, muss ich wirklich sagen. Aber ich muss auch aufpassen, was ich sage, weil sonst kommt hier gleich eine Anzeige reingeflattert, ja. I'm strong, I'm healthy and full of depressiv. Alle kennen dich als Jota, der Loser. Jota, der Loser, stellt sie ein Kreuz auf den Rücken und nenn es auf ein Natura. Du bist ein ekelhafter Typ und bezeichnest Frauen als B-Ware. Jetzt bist du so pleite und hast nicht mal mehr EC-Karte. Das war das krasse Video, wo TJ ein Video zu Tim Jacken ein Video dazu gemacht hat, wo dieser Löwenkurs, oder wie heißt der Kurs, wie man richtige Männer wird, wie man richtig Mann wird, wo er so asozialst ab grundtief schlecht und ekelhaft über Frauen geredet hat. Achso, das war selbst mir zu viel. Nee, das war wirklich krass, gell. Kingmaker, ja. Fischalina. Oder, ja, Alpha, ja. Ich war jetzt bist du so pleite und hast nicht mal eine EC-Karte. Deutsche Rapper, alle Toys, wie Charlie Nase weiß. Wenn Rapper Rücken brauchen, meldet euch bei Clan-Vergleich. Du wirst durchlöchert wie ein Junkie, weil mit Arschgeweih so viele Clown. Tschüss, haben wir denn schon Karneval? Du hast ein Studio. Du wirst zerlöchert wie ein Junkie-Vibe mit Arschgeweih. So viele Clowns, tschüss, haben wir denn schon Karneval? Das ist eine ziemlich flache Zeile. Er hat ziemlich gute Zeile, aber diese Karneval und Clowns ist nicht so krass, aber er float hier unfassbar geil. Du hast ein Studio und rappst mit deiner Crew. Alter, Digga, ist ja cool, aber keiner hört dir zu. Nope. Ich hab ein Studio und rapp mit deiner Crew. Aber fühl mich in der Proof, als wär ich bei Dr. Wu. Ich bin nicht für die Masse, aber schlechter aus der Masse. Bin wie Farid, nur mit Maske, denn ich disse und mach Batzen. Du bist für die Masse, deine Fans haben Sticker auf der Mappe und sind in der dritten Klasse. Oh. Warum lacht er da so?
Masse, deine Fans haben Sticker auf der Mappe und sind in der dritten Klasse. Deine Fans haben Sticker auf der Mappe und sind in der dritten Klasse. Oh, Digga, was ist los? Reportagen kommen und ist wieder in Fan-Mode. Ja, mir geht es go. Ich bin wie ein Ghost. Bitch, ich muss nicht an, Alter, spiel nicht mit meinem Brot. Okay. Okay. Ja, Hook hat mir leider nicht gefallen, aber der Rest war schon sehr, sehr nice, Alter, muss man sagen.